Das ist eine sogenannte Muffe. Die wird unter dem Boden verbaut. Du willst wissen, für was ein solches Teil gut ist, dann komm jetzt mit. Ich bin hier am Kablex-Standort in Oftringen. Hier werden lernende Netzelektriker über LWL, also Glasfaser, geschult und lernen unter anderem, wie man so eine Muffe verbaut. Du bist Netzelektriker im zweiten Lehrjahr. Ich sehe, du bist gerade so eine Muffe am Verbauen. Wir haben uns vorher gefragt, für was man so eine Muffe braucht. Ja, die Muffe ist bei uns ein ganz wichtiges Mittel. Wir verbinden hier unsere unterirdischen Kabel zusammen. Verbinden. Und die Muffe ist auch da, sie schützt gegen Wasser, gegen Gas und andere fremde Wirkungen. Ich würde euch dann gerade zeigen, wie man eine Faser spleissen. Jetzt, wo ich die Faser zusammengespleist habe, hat das hinterste Haus in Aufträgen wieder eine Verbindung. Linus, du bist jetzt im ersten Lehrjahr, bist aber vorher schon 3 Jahre bei Kablex gewesen. Was hast du vorher genau gemacht und wieso hast du dich dazu entschieden, noch die Lehre anzufangen? Ich war 3 Jahre zu Unterempfelden, Tiefbau, Gleisbau. Und habe mir die Frage gestellt, was ich in den nächsten 5 Jahren machen möchte. Und so bin ich nachher auf den Entscheid gekommen, eine Lehre anzufangen aus Netzelektrik. Yves und Stalin, der steht kurz vor dem Abschluss. Was machen ihr nach der Lehre? Was gibt es für Zukunftsmöglichkeiten als Netzelektriker? Also ich tue mich als Techniker weiterbilden bei der Kablex und ich freue mich, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Okay, sehr cool. Und du? Ich bleibe noch 1-2 Jahre als Spleisser und nachher schaue ich, dass ich in die Bauleitung gehen kann. Und ich freue mich sehr auf eine gute, vernetzte Zukunft mit der Kablex. Hallo, ich bin der Philipp Schröter, bin Berufsbildner bei der Kablex und ich organisiere regelmäßig Lehrlingstage. Wie ihr heute da seht, haben wir uns versammelt. Ihr könnt die Lehrlinge ihr erlerntes Wissen festigen, damit sie es draußen im Feld anwenden können. Ich habe selber Netzelektriker gelernt und ich empfehle es jedem. Netzelektrikerinnen und Netzelektriker mit dem Schwerpunkt Telekommunikation bauen und pflegen das Telekommunikationsnetz der Schweiz und leisten dabei einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Ohne sie wäre es weder möglich, auf WhatsApp zu chatten, die neuesten Videos auf TikTok zu schauen oder coole Sneakers online zu bestellen. Kablex bietet jedes Jahr wieder neue Lehrstellen an. Die interessierten Beruf Netzelektriker, dann besucht doch unsere Webseite.